vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren war es so, dass am St. Clara Spital in Basel das Warnmenü eingeführt wurde. Ich war damals Oberarzt und habe gesagt, ja, wie ist es denn mit Leuten, die ein Diabetes haben? Ja, die können nicht weg. Das war die Geburtsstunde eines Diabetesbriefes, das eigentlich in dieser Form dann im Clara-Spital weitergeführt wurde und jetzt seit 25 Jahren im Spital in Rheinfelden. Das heißt, es hat eigentlich ein Verbot angefangen. Und wir haben dann ausgehandelt mit der Hauswirtschaft und der Küche, dass man irgendetwas bieten muss, was Menschen mit Diabetes, die im Spital sind oder die auch eben Konsultationen haben, dass die auch etwas vom Essen haben. Das ist der Start gewesen für das, was ich Ihnen jetzt berichten möchte. Also, wozu dient ein Diabetes-Buffet? Dient zum Einüben des Verhaltens bei Mahlzeiten außer Hauses, im Restaurant, in der Kantine, bei Einladungen. Es dient dem Überprüfen der eigenen Kenntnisse, insbesondere des Kohlenhydratgehalts des Angebots, also im Sinne des Carb-Cuttings. Und es geht darum, offene Fragen an die Teilnehmenden zu stellen und Beantworten von Fragen aus ihrem Kreis, Fragen aus ihrem Kreis zu beantworten. Und bei jedem dieser Buffets ist ein kurzer Schwerpunkt da, also eine kleine Feature. Das kann ein Kurzreferat sein, das kann ein Wettbewerb sein, auf ganz kleiner Flamme etwas, was man, ein Input, den man gibt. Das Entscheidende, und deshalb ist auch der Titel Social Event, es ist eine Möglichkeit, mit anderen Diabetes-Betroffenen und deren Angehörigen ins Gespräch zu kommen. In der Regel ist es eine sehr gemischte Gesellschaft, die wir haben. Wir haben also adipöse Typ-2-Patienten, wir haben so an der Grenze zur Anorexie befindliche Typ-1-Patienten mit einer übertriebenen Kontrolle, und die treffen sich in dieser gemischten Gesellschaft. Was braucht es? Es braucht einen Diabetologen, der sich dafür interessiert und der jedes Mal hinsteht. Ich habe in diesen 30 Jahren zweimal gefehlt. Es braucht Ernährungsberaterinnen, die auch da sind, die mitmachen. Es braucht die Diabetesfachberaterinnen, die dabei sind. Also es braucht ein Team. Es geht, ohne Team geht es nicht, hat auch gar keinen Sinn. Und es gibt natürlich braucht einen Chef de Cuisine und mindestens zwei Mitarbeiter aus dessen Brigade, die bereit sind, da an einem Nachmittag nochmal ein Spezialeffort zu machen und ein sehr schönes Menü zu kochen. Dann braucht es eine Leiterin Hauswirtschaft, die bereit ist, die Raumreservation zu machen, die Raumausstattung, die Dekoration. Und wir können maximal 40 bis 50, 50 ist schon etwas viel, Teilnehmende verkraften, wenn das ganze Team präsent ist. Das wäre im Fall von Rheinfelden zwei Ernährungsberaterinnen, zwei Diabetesfachberaterinnen und eben der Diabetologe. Ja, die materiellen Voraussetzungen. Es braucht ein Verständnis der Geschäftsleitung für den indirekten Marketing-Effekt einer gut geführten Diabetologie. Es braucht geeignete Räumlichkeiten, es braucht einen Saal ungefähr in dieser Größe, best ein Mehrzwecksaal. Und es braucht eine gemischte Finanzierung durch Beiträge der Teilnehmer, also gratis soll es nicht sein. Erwachsene bezahlen 20 Franken, Jüngere und Jugendliche unter 16 Jahren zurzeit 16 Franken und der Spitalunternehmen. Und dann braucht es natürlich einen Konsens zwischen dem Küchenchef und der Ernährungsberatung über die Menügestaltung und die Portionierung der Kohlenhydrate. Das ist der technisch anspruchsvollste Teil. Der Aufwand für die Vorbereitung und Durchführung eines solchen Buffets rechtfertigt sich, wenn der Anlass in regelmäßigen Abständen stattfindet. Wenn man das nur periodisch macht, und das haben viele Spitäler versucht, dann ist es ein Riesenaufwand, es gibt keine Routine, die Leute sind nicht zu motivieren, aber es kann sein, wenn man das mal regelmäßig durchführt, dass es einfach zur Gewohnheit wird. Und so ist es, war es im Clara-Spital primär und so ist es in den letzten 25 Jahren in Rheinfelden geworden. Es hat einfach dazugehört. Der Küchenchef, der neu gekommen ist vor 10 Jahren, hatte davon keine Ahnung und man hat ihm einfach erklärt, du, das machen wir, das ist bei uns so.
Entscheidend ist natürlich auch die Unterstellung der verschiedenen Teammitarbeiterinnen. Früher war es ja so, dass die Ernährungsberaterinnen einfach irgendwo in der Hauswirtschaft untergebracht waren. Und ich habe damals in Rheinfelden von Anfang an verlangt, dass die Ernährungsberaterin direkt unterstellt ist, für die Diabetologie verantwortlich. Und das hat sich auch bewährt. In Rheinfelden haben wir jetzt, in diesem Jahr, nachdem ich pensioniert bin und nicht mehr Chef bin, haben wir 4 fixe Termine. Maximalfrequenz bei uns waren 6 Termine pro Jahr. Das war dann schon wirklich das Maximum. Die Termine werden unter anderem mit den regionalen Medien kommuniziert. Die Vorbereitungsarbeit, man muss den Mehrzweckraum vorbereiten. Wir haben Tische zu 4 oder 6 Gedecken, also nicht zu viele Leute an einem Tisch, so wie sie jetzt zusammensitzen, ist das ideal. Es braucht ein breites Buffet mit markanten Abschnitten, markierten Abschnitten für Salate, Gemüse, Fleisch, Käse, Kohlenhydrateinlagen, Brot, Desserts. Und es braucht Standardportionen für das Dessert, zum Beispiel Standardportionen und ein Auswahlangebot, zum Beispiel Früchte und Creme, wie kann ich mir das selbst zusammenstellen, mit der Möglichkeit einzulegen, es braucht einen separaten Platz für die Getränke. Und was wir uns angeboten haben, es braucht eigentlich jedes Mal eine Ausstellung, eine kleine Ausstellung mit einem thematischen Quiz. Die Erika Barat, unsere Hauswirtschafterin, hat nicht nur eine gute Organisationstalent, sondern sie hat auch eine Stilsicherheit für die Gestaltung des Raums. Es gibt jedes Mal Blumenschmuck. Wie sieht der Ablauf aus? Es gibt eine ganz kurze Einführung in den Zweck des Buffets durch den Diabetologen. Ich fange in der Regel so an, ich begrüße Sie. Wir wissen alle, dass Essen und Diabetes ein schwieriges Unterfangen sind, zusammenzubringen. Es ist von vielen Verboten gekennzeichnet. Wir möchten heute Abend nicht über Verbote reden, sondern darüber, dass es Spaß macht zu essen, dass man schönes Essen kann. Aber es ist wichtig, dass man weiß, was man isst. Man muss wissen, was man da auf dem Teller hat und wie viel das ist. Dann wird das Beratungsteam vorgestellt, damit die Teilnehmenden wissen, wer hier Ansprechpartner ist für die spezifischen Ernährungsfragen oder die Fragen, die eben auch kommen zwischendurch, wie sieht das jetzt aus mit seinem Insulin, mit meinem Insulin. Und dann wird der Ablauf erläutert, der ist auch standardisiert, es fängt immer an mit einer Gemüsebouillon, die der Küchenchef persönlich serviert. Das ist seine Bouillon mit einer Gemüsejulienne, die ganz fein geschnitten ist und das ist sein Start. Dann gibt es ein Salatbuffet, ein sehr großes, sehr umfangreiches Salatbuffet mit mindestens 6 verschiedenen Sorten Salaten. Es gibt vor allem dort eine Auswahlmöglichkeit an Soßen. Die sind beschriftet, die Soßen. Dann gibt es Hauptgaben, Fleisch, Fisch, Beilagen und ein Dessert. Hier haben wir einen Teil des Teams, letzte Absprachen zwischen links Silvia Neukomm, rechts Sandra Reinhardt, der Ernährungsberaterin und dem Stellvertreter des Küchenchefs. Und hier seht ihr schon die Ausstellung für diesen Tag. Erläuterungen zum Thema und die Ausstellung mit einzelnen Elementen und ihren Eigenschaften. Es werden auch Blätter abgegeben, die die Patienten mit nach Hause nehmen können. Und wenn es Quiz gibt, sind sie eben Fragebogen. Jedes Mal ein anderes Thema. Hier sind es verschiedene Produkte mit zum Beispiel verschiedene Joghurts in Light-Format und Normalformat und ihre Eigenschaften. Käse, also Milchprodukte. Hier haschen Sie noch einen Blick auf unsere Marianne Brunner, Diabetesberaterin und Moderatorin von DESC, die gerade die Eintragung macht für die letzte Dame, die jetzt am Buffet teilnehmen will. Und so sieht der Raum aus. Mit Rücksicht auf die Teilnehmer haben wir da ausgeblendet. So, la présence du chef de cuisine. Er ist ebenso wichtig wie der Chefarzt. Das ist der Rudolf Burger. Und hier ist als Beispiel das Salatbuffet. Mit den für viele Leute überraschenden Feststellungen, dass das French Dressing
weniger Fett enthält als das Italian Dressing, was doch prudenteil wäre, aber man muss es einfach wissen. Ich persönlich ziehe das Italian Dressing vor. Dann der Chef und seine Mitarbeiter. Hier sind zwei seiner Mitarbeiter bereit zur Abgabe der Beilagen in Standardportionen zu 10 Gramm Kohlenhydrate. Sie sehen, für die nicht festen Bestandteile hat es diese klasse Portionenlöffel, die haben sich sehr gut geeignet, dass man das in Portionen fassbar machen kann. So, das ist das Beispiel, wie ein Reis portioniert werden kann. Und die Teilnehmer dann wissen, aha, ich habe ein, zwei, drei und so weiter solche Kügelchen Reis und weiß dann, was ich brauche. Wenn jemand überhaupt nicht Bescheid weiß, dann holt man eben rasch die Ernährungsberaterin und schaut, ob er wirklich eine Ernährungsvorschrift hat. Wenn er gar keine Ahnung hat, dann wird in einer Kurzberatung mal abgecheckt, was es sein könnte. Die Patienten sind nicht selektioniert nach Ausbildungsstand, ganz bewusst nicht. Wir wollen, dass die miteinander reden und die, die mehr wissen, denen, die etwas weniger wissen, auf die Sprünge helfen können. Also in jeder Phase braucht es die persönliche Präsenz des Teams an den Bezugsstellen. Dann macht man diskrete Hinweise, Sie haben es schon gesehen bei der Soße, auf die verschiedenen kalorischen Gehalte verschiedener Nahrungsmittel. Hinweis auf die kumulative Anzahl Kohlenhydratportionen aus den einzelnen Abschnitten. Also wir fordern die Patienten auf zu überlegen, wie viele Einzelportionen sie tatsächlich benötigen und wie viel sie da konsumieren. Und zwischen den Gängen gibt es kurze Spots, betreffend zum Beispiel Leitprodukte und Getränke und die Auswertung des Quiz. Hier haben wir ein Buffet, das schwergewichtig mit Fisch bestückt ist, ein kaltes Buffet. Wir haben zweimal im Jahr ein warmes Buffet, zweimal ein kaltes Buffet und hier sehen Sie das Dessertbuffet. Jetzt mit der Auswahl hier, der Blick auf die Auswahlmöglichkeit Beeren, Obst und eine Vanillecreme mit Angabe, wie viel Vanillecreme und wie viel Beeren 10 Gramm Kohlenhydraten entsprechen würden. Dann gibt es die fixen Portionen. Links sehen Sie dann fixe Portionen, wenn wir da drüber gehen. Praktisch immer kombiniert mit Frucht und mit Obst- und Milchwerten und auf 10 Gramm Kohlenhydrate portioniert. Dort hinten das Brot, dann nochmal ein Blick über den Raum. Sie sehen die verschiedenen Kaliber der Teilnehmer. BMI Mix ist, da haben Sie einen stationären Patienten, der auch teilnimmt, also stationäre Patienten, das war ja die Grundidee, die sollen unbedingt teilnehmen können, braucht immer wieder einen Aufwand, dass die dann zur rechten Zeit 17.30 Uhr im Buffet sind. So, das Instrumentarium, das kennen Sie alle, man übt auch das Messen nicht brutto netto tarab, wieder eine gute Gelegenheit, um zu wissen, wie schwer so ein Glas Schälchen ist. Da gebe ich Ihnen noch ein paar Beispiele für Schwerpunktthemen. Eines war Nahrungsphasen, ein anderes Energiegehalt von Nahrungsmitteln und Energieverbrauch. Da haben Sie das Blatt zu dem Thema Nahrungsphase, das wir dem Patienten abgegeben haben, mit der Ermunterung eben zu suchen, wo Sie größere Anteile von Nahrungsphasen finden. Man geht da sehr breit, Cornflakes, D-Vita, Cornflakes etc. Man schaut auch, was Kartoffeln für einen Nahrungsfasergehalt haben. Das gibt immer sehr interessante Diskussionen. Oder diese Vollkornteigwaren. Oder Pumpernickel. Ein nicht sehr beliebtes Nahrungsmittel, aber reich an Nahrungsphasen. Dann ein anderes Schwerpunktthema, das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und das ist im Zusammenhang mit der Energieaufnahme und dem Energieverbrauch interessant. Und das war eine Idee von Sandra Reinhardt, wie lange müssen Sie bergwandern, um einen Apfel zu verbrennen. Also sie hat sie hat diese Kerzen so gestaltet, diese Dreieckkerzen, dass man sie drehen kann. Die Lösung ist dann auf der Rückseite. Bergwandern und Apfel. Also wenn Sie 80 Kilogramm schwer sind, brauchen Sie 12 Minuten.
ein Big Mac, wie lange müssen Sie Rad fahren? Langsam, um ein Big Mac zu verbrennen? Läuft schon etwas länger. Am besten ist ein 100 Kilo Mensch da dran, er muss 50 Minuten Rad fahren. So. Dann gibt es diese Spots zu den Leitprodukten. Leitprodukte sind ja eine leidige Geschichte, nicht? Sie werden überall angeboten. Die Patienten haben das Gefühl, sie müssen Leitprodukte haben. Und da gehen wir immer auf diese Mühsal ein, die Deklaration zu lesen. Es ist ja so, dass man wirklich extrem kurzsichtig sein muss und sicher nicht weitsichtig, um so eine Etikette zu lesen. Es ist eigentlich schon kriminell. Dann haben wir bei den meisten Produkten haben wir Angaben nur über den Gehalt von 100 Gramm. Aber Sie haben dann Portionen, die irgendwo zwischen 70 und 180 Gramm liegen, müssen dann umrechnen. Das geht übrigens bis zu den Glucosetabletten, bis zu den Traubenzuckertabletten, wo keine Firma bereit ist, einfach anzugeben, wie viel Glucose in einer Tablette drin ist, sondern nur 100 Gramm. Also man muss dann zählen, wie viele Tabletten hat es da drin. Und dann ist wieder eine Rechenübung. Also es ist interessant, dass Diabetespatienten so viel rechnen müssen, auch in Dingen, die man wirklich ihnen bieten könnte. Also zum Beispiel, welches Getränk würden Sie wählen, um eine drohende Unterzuckerung abzuwenden? Man hat eine Auswahl von Getränken und kann sich überlegen, wie ist das mit Coke Zero, wie viel Coke Zero muss ich trinken, um eine Unterzuckerung abzuwenden? Wie ist es bei Ramsayer? Wer weiß das? Ramsayer Light? Das weißt du sicher? Nein, es braucht mehr. Es braucht fast 7 Dezibel. Also, das ist nur, das sind wir ein paar. Im weiteren Verlauf steht das Beratungsteam an den Tischen zur Beantwortung individueller Fragen zur Verfügung. Man setzt sich dann hin zu den Leuten. Und Fragen von besonderem Interesse für alle Teilnehmer werden dann vom Diabetologen aufgenommen. Die werfe ich dann ins Publikum. Da hat eben jemand gefunden, er habe dies und jenes erfahren oder möchte wissen, etc. Ja, ist das Diabetes-Brief ein wirksames Instrument der Beratung? Nach dem, was wir heute Morgen gehört haben über die Evaluationsmethoden von Frau Elisabeth Arten, muss ich natürlich sagen, wir sind total im Blindflug. Wir wissen es nicht. Wir gehen einfach davon aus, dass der Ansatz, dass dieser salutogene Ansatz, das Büffel als Real-Life-Forum zum Austausch von praktischen Erfahrungen, wenn es so verstanden wird, dass ein Real-Life-Forum zum Austausch von Erfahrungen einer größeren Gruppe ist und welches nicht nur den Teilnehmern, sondern auch dem Beratungsteam Anregungen bietet, dann kann man die Frage mit Ja beantworten. Dann möchte ich mich noch bedanken bei der Truppe, Erika Wahr, Hauswirtschaft, Rudolf Burger, Küchenchef, Claudia Bussinger und Marianne Brunner, Diabetesberatung, Silvia Neukomm und Sandra Reinhardt, Ernährungsberatung. Sandra Reinhardt ist die Quizmasterin gewesen in den letzten Büffes. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Ja, wir haben noch ganz kurz Zeit. Vielleicht gibt es doch noch eine Frage, ich hoffe es wenigstens, bitte. Bezahlen die Leute dieses Diabetes-Buffet und wenn ja, wie viel kostet das pro Person? Eben 20 Franken. 20? Ja, 20 und Kinder und Jugendliche 16. Und die müssen sich dann voranmelden oder kommen die? Nein, sie sollen sich voranmelden. Also die Internen werden natürlich von der Station gemeldet. Die externen melden sich aufgrund der Ankündigung. Wir gehen der Lokalpresse, wir geben sie der Lokalpresse bekannt als Inserat und es gibt ein Jahresprogramm. Also man weiß zu Beginn des Jahres, wann das Buffet stattfindet. Weiß man auch, was welche Themen dann kommen, schon Anfangsjahr? Das weiß man Anfangsjahr noch nicht, nein. Die entstehen im Laufe des Jahres zum Teil spontan. Eine weitere Frage bitte. Oder Bemerkung, Frau Götz. Können auch Nicht-Diabetiker kommen? Ja, aber wenn es genügend Platz hat, schon. Warum denn nicht?
Also wir haben ziemlich viel, wir haben relativ viel Besuch von Schulen. Und Angehörige nehme ich an. Angehörige sowieso. Also das ist, wird sehr geschätzt, dass Angehörige mitkommen können. Das gibt sehr interessante Gespräche. Zum Teil auch Gespräche über Zwischenfälle, die sonst nicht diskutiert werden. Ich denke nur an Hypos. Also die Angehörigen sind sehr wertvolle Teilnehmer. Also wir sind völlig offen. Aber wir möchten nie mehr als 50 haben. Das geht zu weit. Also du wirst im nächsten Hüfe nach Rheinfelden eingeladen. Aber die Frage ist gut, das wäre auch für andere Leute interessant natürlich, gesunde Ernährung etc.